Brunetto Latini, der floritanische Philosoph und Scholar, war ein früherer Mentor des jungen Dante. Als Strafe für die Sünde der Sodomie schmort im 7. Kreis der Hölle. Sodomie, was war das denn nochmal? Das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich kenne zwar Monogamie, das ist sozusagen das mit der Ehe, und Polygamie ist dann die Ehe mit mehreren Frauen. Aber Sodomie? Irgendetwas Anzügliches bestimmt, sonst wäre nicht hier in der Hölle. Ne, Nekrophilie war Liebe mit den Toten. Mein Gott! Oder war das vielleicht Liebe mit jemandem, der dann nicht haben wollte, sozusagen, die Liebe, also sozusagen gezwungen. Kann sein, dass es gezwungen war, vielleicht sogar mit Gewalt. Gütiger Himmel. Leider noch nicht ganz voll, vielleicht fehlt uns noch einer, so ein Tränchen haben wir noch. Old Friend, ja. Oh nein. Nicht so einer wieder. Aber ich weiß, dass ich definitiv das hier machen muss. Aber wie man sieht, hat dieses Weg der Gerechten auch einen kleinen Vorteil. Auch wenn sie dann immun dagegen sind, gegen meine Sache, kann man denen ja doch andeuten, dass wenn wir das hier aktivieren, doch noch ein bisschen Heiligkeit auf sie kommt. Oh oh. Ach so, der da hinten ist noch am Leben. Hurpa! Uiuiuiui. Okay, dagegen sind sie ja immun. So, dann halt so. Da. So, geht doch. Also man kann auch die Kombo so verknüpfen, dass man diesen Hochschlag auch so macht. Also hoch und dann halten. Also das geht wohl. Ein bisschen heilen. Also heilen war mit dem Kreuzangriff die Kill. Kreuzangriffe killen heißt auch ihn erlösen. So, komm her. Leider können wir diese komischen Heretics, also diese Priester da nicht erlösen. Schade. Da haben wir doch noch einen. Hopp. Wow, fast zu weit. Wer bist du? Guido Guera, der weise Krieger und Führer der Guelfen, suhlte sich im Blut seiner Feinde und gab sich dem Freund der Sodomie hin. Alle hier mit Sodomie, ne? Naja, ich google das jetzt nicht. Besonders nicht, wenn man an Bilder klickt, da bekommt man eh immer die komischen Sachen. Außerdem lernt Google von einem dann. Na, wäre schon grässlich, wenn Google denkt, ach so, sie meinten wohl Sodomie. Ja, klar, sicher. Mann! Ja, ich drücke immer zu spät. Naja. Ist immerhin noch besser als dieses Auto, weil ich glaube, bei dem Auto bekommt ihr nur die Heiligkeitsstufe und nicht diese zusätzlichen Seelen hier, die ihr in diesem Spiel hier spielt. Und ich meine, jede Seele ist wichtig. Na, immerhin 32. Auch schon mal fast 1000 wieder. Ja, so, noch einmal bitte zurück. Können wir nämlich hier einmal hoch? Vielleicht? Ne, gar nicht. Das bringt uns ja keine Heiligkeit. Oder? So, ein Silberling. So, hier können wir uns wieder auffüllen. Unser Leben haben wir ja aufgefüllt, dank unserem großen Vorteil, den wir haben in unserem Weg der Gerechtigkeit. Aber ich muss mal ganz kurz sehen. Upgrades. Heimzahlung, das wäre schon mal was. Also Dante reicht jetzt weiter. Also hier genau. Da sind die ganzen Dinger da. Weg der Gerechten uninteressant. Also Märtyrerturm wäre interessant. Wir 6000 brauchen wir.
Haben wir die maximale? Ne, da fehlt uns noch ein bisschen. Kampf. Das sieht schon so aus wie so ein Kampf. Oh ne, komm noch. Das Schiff. Genau, das ist der Ort, an dem wir gestorben sind. Genug! 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 Nein! Es ist nicht an uns, über diese Seelen zu richten! Welche Seelen? Deshalb kämpfen wir! Sie sind nicht wir! Kämpft mit mir, Kreuzritter! Vergießt das Blut der Heiden! Ziert euch nicht! Ihre Seelen sind schon verloren! Gefallene Kreuzritter? So, sein Schild ist weg. Aber man hat gesehen, das war der Francesco, der Bruder von Beatrice. Okay, können wir den einfach so packen? Achso, ich habe nur einer zum Schleudern. Oh, noch mehr von denen. Ah, so, okay. Er blockt ab mit seinem Schild. Und... Und... Komm her. Bam. Hui! Das sind alles die gefallenen Kreuzritter, gegen die wir kämpfen. Also man sieht, wir nähern uns schon dem Ende, weil wir am Anfang der Geschichte sind. Ne? Also... Je weiter wir kommen, desto näher kommen wir natürlich dem an, was wir eigentlich gestartet haben. Nämlich dem Kreuzzug. Oh. Jetzt kann er das einfach so, obwohl wir in der Luft waren, uns einfach mal so anzugreifen. Böse. Böse, aber ab. Bam, bam, bam. Schade, dass wir davon den keinen erlösen konnten. Vielleicht hätten wir das dann geschafft. Oh, da oben haben wir noch was. Okay, das wird interessant da oben. Das ist wieder so ein Springpuzzle, was ich hier mit so einer Kameraperspektive hier sowas von liebe. Weil man ab und zu ja nicht mal den Schatten sieht. So, Uno. Und dann der gute Mann hier. Hallöchen! Was haben wir hier? Gedenken an Aera. Oh, bitte sei das ein gutes Reliquien. Dantes Kreuzangriffe können nicht mehr unterbrochen werden. Yes! Dafür nehme ich das hier. Erlöse Gegner verdammt, um zusätzlich heilige Erfahrungspunkte zu bekommen. Uninteressant. Wir nehmen lieber das hier. Also wir Mana generieren ist wichtig. Unsere Kreuzangriffe machen mehr Schaden und unsere Kreuzangriffe sind nicht mehr blockbar. So. Und Sprung und Sprung. Okay, wollte schon sagen, wenn wir das nicht schaffen, dann könnten wir das eh nicht schaffen, weil das war der weiteste Punkt, den man machen konnte. Dann hätten wir vielleicht nur noch den Doppelsprung besser teilen müssen. 9000? Na, noch nicht. Na komm, wo sind ein paar Gegner, die ich mal hier so erlösen kann? Hier, was ist hier? Können wir mal anscheinend auffüllen. Achso, ich sehe schon, ich muss das eine Ding bestimmt hier hinschieben. Aber hier ist dann halt noch der Punkt. Genau, wo wir dann hochkommen können und dann wird es da weitergehen. So, dazu brauchen wir aber hier dieses große Dingelchen. Ah, ich sehe schon, was das ist. Aber das wird dann so sein. Okay, alles klar. Und das geht natürlich ein bisschen zurück, immer. Aber ist ja nicht schlimm. Oh, das habe ich hier gar nicht gesehen. Das habe ich hier komplett übersehen. Na gut, dann machen wir das jetzt, bevor wir den Kampf gestartet haben. Machen wir das schon mal. Also die Kreuzangriffe können nicht mehr unterbrochen werden. Und irgendein komischer Effekt war bei mir im Gesicht. So, ach schade, ich dachte, der fällt mindestens da rein. So, yeah! Das wäre schön, wenn man den da reinschubsen könnte. Kann sein, dass es nicht geht, weil gar keiner da drauf gehen kann. Immer gut sein. So, 9000, damit können wir diesen 3000er schon mal holen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob unendlos kommen oder ob irgendwann mal das aufhört. Ich hoffe mal, dass das einfach nicht unendlos sind, sondern dass das irgendwann mal aufhört, wenn wir alle gekillt haben. Und tot war er. So.
Weil wenn das unendlos gehen würde, wäre das nämlich sehr interessant. Da könnte man hier eigentlich unendlos farmen. Weil ich denke doch, dass das unendlos sind. Weil man sieht, hier kommen immer wieder neue. Aber wir haben ja unser heiliges Rüstchen. Können sie uns ja eh nicht mehr machen. Ich würde dich gerne töten, aber... Komm hoch! Wie? Ich? Oh! Ich wollte schon sagen, wie bewegt sich das nicht? Doch! Es bewegt sich, aber ganz, ganz, ganz langsam zurück. Gut. Dann ist mir das da unten egal. So, die Klagemauer. So, weil die ganzen Gegner, die wir jetzt eh finden, würde ich eh von vornherein bestrafen, weil, wenn wir nur noch eine von den Seelen haben, die wir retten müssen, haben wir unsere Heiligkeitsstufe voll. Deshalb sollte ich dann noch unnötig Erfahrungspunkte irgendwo anders hin investieren. Hey, Virgil. Der Phlegeton ist der Unterwelt dritter Fluss. Oh. Und? Woher entspringen diese Flüsse? Auf kritischem Boden ein Greis aufragt an den Hängen des Ida, der so trocken und karg am Kopf Gold allein fand verwenden und reinstes Silber für Arme und Brust. Aus Kupfer er ist bis zu den Lenden, erlesenes Eisen bis hinab zum Durst, im rechten Fuß nur war Ton enthalten. Die Tränen des Greises die Felsen spalten. Vom Fels geht ihr Lauf zu diesen Gründen, wo sich Acheron, Styx und schließlich auch Phlegeton finden. Und wohin fließt er von hier? Bis sie gelangen zur untersten Region, wo im Zusammenfluss den Kocytus sie bilden, doch diesen See siehst du selbst. Drum sprech ich nicht davon. So, jetzt wird er unsichtbar, genau. Hoppa. Mit Wasserfall hier. Ja. Oh, ich sehe schon Kämpfe. Oh! Francesco! Mein Bruder! Nein. Du hast mir das angetan! Warte, hör mich an! Du verdienst es nicht, meiner Schwester Sklave zu sein! Geschweige denn ihr Herr! Und jetzt wirst du für alles bezahlen! Francesco, nein! So, Boss Time! So. Wir versuchen mal den jetzt so schnell einfach zu killen, wie geht. Ich glaube, wegen seinem Schild wehrt er einiges ab. Weil irgendwie wäre er immun dagegen. Ja, ich sehe schon. Wegen seinem Schild. Müssen wir dann, glaube ich, mal warten, bis er angreift. Achso, das sind dann große Attacken. Eigentlich fügen wir ihm auch keinen Schaden. Kann das sein? Oder sehr wenig Schaden. Oh Mist! Oh. Ah, okay, sein Schild. Was? Ein bisschen Schaden haben wir ihm ja schon gemacht, aber... Okay, sein Schild ist mindestens kaputt. Vielleicht müssen wir einfach mal sein Schild kaputt machen und dann können wir ihm Schaden machen. In der kurzen Zeit. Ah, okay. Sehe schon. Hier können wir das Schild nehmen und ihm damit auch noch Schaden machen. Oh cool, guck mal, da kommen noch welche Kreuzkrieger.
uninteressant für mich, aber. Oh je, what the fuck, weshalb haben die so... So, man sieht, das Schild nimmt immer mehr Schaden. Ich denke, wenn es kaputt geht, haben wir die Chance, ihm dann anzugreifen. Das ist sozusagen seine Frosche. Wow. Gut, dass wir den AE haben. Damit können wir immerhin noch die anderen Gegner treffen. So. Puah. So. Shield down. So, dann macht er jetzt wieder seine neuen Krieger. Aber immerhin noch nicht ein neues Schild. Damit wir dann eigentlich noch ein bisschen Zeit haben, immer anzugreifen. So, jetzt haben wir natürlich... was heißt verkackt? Jetzt haben wir natürlich wieder... Oh! Das heißt, wir müssen sein Schwert an dir wirft ausweichen. Und dann bleiben die nämlich stecken. Dann können wir die nämlich schön zurückwerfen, womit wir sein Schild, ich glaube, mehr Schaden machen, als wenn wir nur so draufballern. Da, genau. Also, ausweichen und dann ist okay. So, R2. So, ich ziehe dir jetzt sein Schwert da raus aus seinem Rücken. Da. Francescos Vergebung. Eine Reliquie aber nur. Es tut mir leid. Was wir taten, geschah in Gottes Namen. Warum hat er uns verlassen? In Gottes Namen? Mord geschieht nur in des Mörders Namen. Erlöse dich selbst, Bruder. Benutze meine Seele weise. Beatrice. Schwester. Da. Gerions Rücken. Brotherhood. Hey, aber nicht Assassin's Creed Brotherhood. So. Jetzt gucken wir natürlich direkt, was die Reliquie macht. Vielleicht ist sie sogar noch besser als die Kreuzangriffe. Dante ist gegen jeglichen Schaden geschützt. Sweet. Auch wenn er nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit am Prozent ist, ist es ja trotzdem egal. Oh, wir sehen auch, wir haben hier ein paar Filme gegen. Ah, nee, gar nicht. Die sind nur animiert im Hintergrund. So, in alle Richtungen verströmen. Das ist immer das Beste, weil dann hat man so einen schönen AE und dann ist die Plattform immer sauber hier. Man hat nicht die Wahrscheinlichkeit, irgendwie wie hier vorne von dem einfach so angestoßen zu werden, angeschubst. Ja, schön, dass du mit deinem Schild blockst. Oh, oh. Genau. Wo bist du da? Mein Gott! Geh mir da nicht auf den Sack, du komischer Typ mit deinem Schild. Ja, ja, lach. Lach. Ihr lacht und das Lachen wird dir noch irgendwann mal vergehen. Und meine Sichel dich endlich mal bekommen. Da, geht doch. So, dann kann ich endlich wieder meine Kreuzangriffe machen, weil dann halte ich mich nicht mehr. Wow, was ist das? Achso, so ein fliegender Typ. So. So, na? Na, wie schmeckt dir jetzt mein Kreuz, hä? So, gut. Gut, dass wir das hier haben. Gerade wenn der hier aufgetaucht ist. Damit können wir dann eigentlich ein bisschen noch was machen hier an Schaden. Damit wir den vielleicht noch erledigen können, genau. Damit wir uns wieder weiter um das Kreuz kümmern können. Also manchmal muss er einfach nur Glück haben. Okay, vorne und nach hinten. Oder hinten und nach vorne. So.
würde dir gerne deine Flügel da abhaken, Erzdämon. Komm, bekomm. Hab genug Schaden, damit ich dir die Flügel abbauen kann. Bitte, 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 bitte. So, perfekt. Geht doch. Jetzt. Komm, komm. So, da muss man nicht drücken. Die Flügel macht er selber. Da muss man ihn halt noch ein bisschen anschauen, bis dann das zweite Mal R2 kommt. So wie jetzt, damit wir ihn lösen können, ne? So, hinten, vorne. Ach stimmt, ich habe gesagt, ich kann es jetzt eigentlich vergessen, weil bestimmt wir noch eine... Obwohl, ich bin nicht sicher, ob wir überhaupt noch eine Seele finden. Wir haben jetzt eigentlich schon sehr viel gemacht, außerdem sind wir jetzt kurz vorm Ende. Genau. Hier sind jetzt die, die betrügen, die Betrüger. Und so wie ich das weiß, ist hier, glaube ich, nur eine Arena mit verschiedenen Aufgaben. Und danach ist nur noch Lucifer. Ja, man sieht schon, das Bild hat sich wieder verändert. So. In der Hölle gibt es den Ort Malebolge. Kreaturen! Kommt heraus und kämpft! Beatrice, bist du es? Dorsu Nokwal. Meine Liebste, ich bin gekommen, wie ich versprach. Ich will nicht, dass du leidest. Doch du lässt mir nun mal keine Wahl. Ich bin nicht, was du denkst. Ein Nebenbuhler darf nicht sein. Lucifer verbietet es. Du musst dem Teufel nicht gehorchen. Komm zu mir zurück. Hüte dich vor den 10 Kreisen der Falschheit und des Verrats. Jene, die das Band von Liebe und Vertrauen brachen, werden an diesem Ort auf immerdar ihre Strafe finden. Malakoda! Zeig unserem Gast seine letzte Ruhestätte. Die 10 Kreise, das sind 10 Aufgaben, die wir machen müssen. So, Malakoda, wer auch immer du bist. Auf jeden Fall einer, der immun gegen Sichelangriffe ist, weil er in Feuer steht. Wollen wir nicht zu ihm hingehen rennen. Ich glaube, wir müssen ihn ein bisschen da ablöschen. Hoppala. Gut, ich versuche aber jetzt so wenig Magie wie möglich zu benutzen. Weil das ist ein bisschen blöd. Ich möchte ihn eigentlich nur so machen. Aber man guckt, mein Gott, der wird, je öfter wir ihn treffen, irgendwie feuriger denn je. Okay. Jetzt ist er schon mal normal, das ist ja schon mal was. Ich weiß aber nicht, wenn wir den hier irgendwie so nah am Feuer halten, ob das besser ist. Okay, dann da habe ich mich vertan, ich wollte eigentlich mich... Okay, aber man sehe, er wird, glaube ich, langsam immer roter, ne? Genau, das heißt, er nimmt immer mehr Schaden und müsste eigentlich bald schon tot sein. Also wenn das weiter geht. Hoppala. Ja, du sollst mich nicht schlagen, hast du nicht mitbekommen? Okay, dann halt so. R2. Erlösen. Ja, Mist. Erlösen, genau. Heiligkeit. Höchste Stufe. So. Genau. Light is the dark. Ah, ne, nicht das. Upgrades. Na, komm. So. Genau, um das zurückzuwerfen. Das wäre noch sehr interessant, wenn wir das noch schaffen zu bekommen. So, und jetzt fängt es an.
haben wir noch wen? Haben wir noch. Ich bin keine Einwanderer. Ich bin eine Hetäre. So. Die wird aber auch erlöst. Außerdem bringt dieses Erlösen, wenn wir das jetzt hier so machen, auch diese Sünden, diese Bonusseelen. Ich glaube, wenn man auf den unheiligen Weg das macht, bekommt man diese Bonusseelen nicht, weil man da ja eh kein Spiel macht. Weil es ist einfach nur so ein, ja, du bist jetzt tot und gehörst in die Hölle. Ich hab dir deine Sünde nicht verziehen. Es gibt jetzt nicht sowas, hey, ne, so in Richtung, ach ja, du musst das jetzt nur irgendwie andersherum machen mit die Sünden. Macht das ja auch keinen Sinn. Vielleicht so die heiligen Engel, die dich retten wollen, musst du dann abschießen, weil sie wollen, dass die wollen dir deine Sünden vergessen, sozusagen. 39, yay. Oder wiedersehen. Ich bin vertrauenswürdig, Herr. So, wie gesagt. Ruhe in Frieden. Für mich werden alle erlöst, weil dadurch bekommen wir am meisten Bonusseelen. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass alle unsere Gegner, die wir hier finden, bestraft werden. Unsere Heiligkeitsstufe ja hier am meisten. Da hinten sieht man diese Zirkel. Und wir müssen, glaube ich, irgendwelche Prüfungen jetzt machen. Oder Aufgaben. Zum Beispiel, irgendwelche Leute beschützen oder sowas. Und dafür bekommen wir dann, je nachdem wie gut wir waren, weil es gibt Bonusseelen. Also für die Bonusziele, bekommen wir dann Bonusseelen. Das heißt, wenn wir jetzt, keine Ahnung, das sind 5 Leute, die wir beschützen müssen. Und wenn wir 5 alle am Leben haben, bekommen wir so viel und. Einfach, ganz einfach gesagt. Ich glaube, das ist fast in jedem. So in der Richtung gab es schon mal sowas. Kupplern und Verführern. Da hinten, sehen wir. Das ist jetzt hier sozusagen die erste Aufgabe. Was war jetzt der Kuppler und der Verführer? Sag bloß nicht, wir müssen jetzt gegen einige von diesen komischen anderen Dingen kämpfen. Da. Unbegrenzte Magie. Besiege alle Gegner mit unbegrenzter Magie. In weniger als 7 Sekunden meistern. Warte mal. Magie. Wo haben wir Magie, die Schaden macht? Genau. Haben wir. So, unbegrenzte Magie. Und wenn wir das in diesen besonderen Dingern hier machen, ne, wir haben jetzt unbegrenzte Magie, also können wir ja werfen wie wir wollen. So, eine Stunde Magie. Also ganz einfach werfen. Bestrafen, auseinanderreißen. So, zack, 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 zack. Das ist eins auf Zeit, aber das habe ich jetzt nicht geschafft, leider. Da habe ich ein bisschen zu viel herumgequengelt, aber naja. Solange wir unbegrenzt Magie haben, ist das ja super. Weil dann können wir uns nämlich auch unendlos heilen und unendlos unverwundbar sein. Ich hätte das lieber so machen sollen. Nur weil wir unbegrenzt Magie haben, müssen wir ja nicht die ganze Zeit einsetzen, ne? Da, Herausforderung nur geschafft, keine Bonusseelen. So, und so wird das jetzt demnächst immer aussehen, dass wir immer was umlegen und dann immer weiter abkommen. Oder, ja genau, immer weiterkommen und dann halt. So tiefer kommen. Weil sie hat ja gesagt, ungefähr 10 Prüfungen. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau 10 sind. Ich vermute aber, dass es doch. Ne, sonst würde das Spiel ja lügen. Wollen die ja nicht. So, und dazwischen hat man immer hier mal so diese Ausruhphase. Beides brauchen wir nicht, da spare ich mir mal jetzt die Zeit. Das Einzige ist wichtig, dass ich halt immer speichere.
So, wohl, ich habe jetzt eine Stunde. Ich muss mal ganz kurz Pause machen, dann sehen wir uns gleich wieder.